Jetzt sind wir da in der Gmachlmühl und das fängt da herum an bei der Goss, also der Behälter, wo das Getreide oben reinkommt. Und durch die Bewegung, wenn die Mühle rennt, bewegt sich das und das Getreide rieselt da in den Stau rein. Wenn man da rumgeht, da fällt das Mehl rein und das bewegt sich da auch in den Strumpf. Das ist praktisch das Sieb. Das feine Mehl fällt direkt in den Behälter rein und das grobe fällt aus in den Kübel. Und das muss man durchlassen und wenn das einmal durchlassen ist und beim Roggenmehl muss man das 4 bis 5 Mal wiederholen, bis das Mehl fertig ist.